Die Probleme zwischen Bobby Ganz und Norman Harras reichen Jahre zurück. Als Harras während der Rivalität zwischen Ganz und Metehan im Jahr 2020 versuchte, beide Seiten zu manipulieren. Doch in den letzten Monaten hat sich das böse Blut zwischen beiden Männern verstärkt. Der sportliche Leiter versucht aktiv, das Momentum vom Ehrenmann zu stoppen. Norman Harras ist auf unserem Technical Desk. He turned the lights out. Er hat ihn nicht nur um einen Platz beim diesjährigen 16 Karat Gold Tournament gebracht. Metehan has qualified for 16 Karat Gold and he has done it at the expense of Bobby Ganz. Sondern beendete auch die fast sechsjährige Siegesserie von Ganz in Hamburg. Was Eitach und Norman Harras? Wait, that's Rambo. What's Rambo doing? Nazar the Evil Eye crushing the 16 Karat Dreams of the Iron Man. Seit 5 Jahren und 10 Monaten ungeschlagen in der Markthalle. Und heute ist diese Streak leider zu Ende gegangen. Und jetzt kämpfen sie zum allerersten Mal gegeneinander. Aber in diesem Spiel könnte der Einsatz nicht höher sein. Wenn Norman Harras verliert, muss er von seinem Posten als sportlicher Leiter der WXW zurücktreten. Aber wenn Bobby Ganz verliert, dann muss er sich aus dem professionellen Wrestling zurückziehen. Welcher dieser beiden Männer beweist seine Dominanz und wird so seinen Gegner ultimativ demütigen?